Peng, Servus und Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind zurück auf der Map der 7. Staffel zur Folge Nummer 98. Und jo, Freunde, ihr wolltet unbedingt noch Autobahn haben und jetzt kriegt die Autobahn. Hier kommt tatsächlich die dritte Folge in unserer 7. Staffel, wo es nochmal maßgeblich auch um das Thema Autobahn geht. Zugleich ist es so, dass ich sage, wir probieren alles noch ein bisschen weiter auf die Spitze zu treiben. Die vorhandenen Industrien auf die maximale Produktion alle zu shiften und auch die Städte maximal zu versorgen, wodurch wahrscheinlich nochmal weitere neue Industrien vonnöten sind und einfach mal gucken, wo das Ganze noch hingeht. Also ihr merkt, ich habe noch Bock und wir werden hier die 100er Marke locker knacken und dann darüber hinaus spielen. Also viel Spaß mit dem Video schon mal und auf geht's. So, und hier könnte ich auch gleich nochmal ansetzen, gucken, was hier los ist, aber das lassen wir tatsächlich. Stattdessen müssen wir unbedingt noch einen Punkt beheben, der schon seit etlichen Folgen jetzt hier irgendwie auf der Map noch zu beheben ist. Und zwar unsere S3 bei Freifeld. Die funktioniert immer noch nicht richtig und da fliegen wir gerade mal hin und ich korrigiere mal schnell. Boah, hier ruckelt's, Freunde. Sei es drum, das passt schon. Wo ist die S3? Hier ist sie. Ich gehe mal rauf, Linie verwalten und wir gucken mal kurz. Vielleicht nochmal wieder der Blick für euch auf das Ganze. Geschehen. Bei Freifeld geht's los. 1, dann nach Grünstadt 2, dann 3 und 4 und 5. Und auf der Rückfahrt fehlt einfach Grünstadt und Freifeld. Ich weiß, ihr habt es gesehen. Ich irgendwie bisher nicht. Jetzt hoffe ich, dass ich es mal endlich hier vernünftig anpasse, damit wir gemeinsam einen gewissen Seelenfrieden haben. So, dann sollte das jetzt passen. Aber wir gehen lieber nochmal nah ran. Wir ruckeln nochmal nah ran. Wir fliegen nochmal nah ran, wie ihr wollt. Und checken das mal ein bisschen in der Nahaufnahme, dass wir hier auch wissen, dass jetzt die richtigen Bahnsteige angefahren werden. Auch hier den mal kurz anpinnen und nochmal kurz gucken. Haben wir hier irgendwelche Überschneidungen von Linien? Nee, das passt hier. Okay, und dann nach hier hinten raus auch easy peasy. Alles kein Problem. Das scheint alles wunderbar zu passen. Und es ist schon mittlerweile wirklich viel los auf der Map. Zieht ihr das mal rein? Wir sollten vielleicht nochmal kurz raufgehen und schauen, was wir hier so eigentlich derzeit am Start haben. 456 Straßenfahrzeuge, 140 Züge und 14 Trams und 3 Flugzeuge. Okay, also, so viel dazu. Problem erkannt, Problem gebannt, viel zu spät, ich weiß. Jetzt zurück zur mittleren Metropolregion. Und ja, was machen wir heute? Tatsächlich werden wir weiterhin die Lebensmittelfabrik hier pushen. Die ist jetzt schon gut unterwegs, muss ich schon sagen. Aber ich glaube, hier geht einfach noch mehr. Heißt, wir könnten definitiv noch einen vierten Bauernhof anbinden. Dafür ist ja grundsätzlich auch so eine Lebensmittelfabrik ausgelegt. Das werden wir machen, hier irgendwo einen Bauernhof noch hinsetzen. Neben den jetzt schon drei existenten. Hier links oben, hier und hier rechts unten. Und dann werden wir unsere Autobahn, die ja hier aktuell endet, in Richtung Süden, dahingehend verlängern, als dass ich die weiter Nähe Fluss irgendwo langlaufen lasse. Vielleicht schon bis Höhe Nittenau erstmal, aber vorher einen Abzweig, eine Abfahrt machen werde. Hier ist die Straße und dann hier nach Altenburg einkehren werde, weil die Jungs und Mädels brauchen eben auch Lebensmittel und zwar ganz schön viel mittlerweile. Die bekommen hier noch gar nichts, heißt die Stadt gilt es mal ein bisschen zu pushen und ja, das werden wir mal tun. Guck mal hier, Ikea, auch geil. Interessant, was haben wir hier noch so? Ach, wir haben mal ein bisschen Streckenrandgestaltung hier gemacht gehabt, gell? Schaut auch gut aus. Das werden wir auf jeden Fall tun. Natürlich eine Linie einrichten. Ob wir Fernbus hier machen, ich weiß nicht. Würde ich jetzt nicht überall machen. Das konkurriert zu stark mit den Zügen. Und dann werden wir nochmal kurz einen Blick auf unsere unfertige Raststätte, unseren Rasthof werfen. Ich habe die Mod von Siri reingeladen mit den Spielplatz-Assets. Da werden wir hier ein bisschen weiterbauen. Ja, und ich glaube, den haben wir es für heute schon. Ist einiges zu tun. Wird sich etwas ziehen. So, eine Frage habe ich noch, sag mal, im letzten Video zur 7. Staffel. Hatten wir da das Ding hier nicht abgerissen, wo ich zufällig drauf gekommen bin? Das war das, dass ich das jetzt erst im letzten Video gefunden habe. Wir haben ja hier oben eine neue Lebensmittelfabrik erst vor kurzem gebaut. Ich dann im letzten Video drauf gekommen bin, dass die hier auch da ist, was ich vorher nie wusste. Und die habe ich doch abgerissen, Freunde, oder nicht? Also irgendwie dubios. Ist die zurückgespawnt oder was? I don't know. Die reißen sie normal weg. Braucht ja gefühlt kein Mensch. So, den glätten wir hier kurz und dann geht's jetzt aber los. Kurz mal rausgezoomt, wo setzen wir den nächsten Bauernhof hin? Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie würde ich den schön, guck mal, hier hinten geht noch eine Straße lang, die geht irgendwo ins Nirgendwo. Die hier. Wollen wir den hier einfach mit reinsetzen?
dann kriegt vielleicht tatsächlich auch die Schnellfahrstrecke ein bisschen mehr Flair, wenn hier noch ein paar Felder am Rand sind. Und ob das die Fläche hier touchiert, die Strecke, weiß ich gar nicht. Wir setzen den mal hinten rein, come on. Dann hat die Straße wieder eine Daseinsberechtigung, auch die Brücke. Wir hatten immer gesagt, irgendwann wird sie mal für irgendwas gut sein. Und wenn jetzt hier der Bauernhof hinkommt, dann barscht es, so machen wir das. Ich mach mal was. So, mal so ein bisschen die Felder schon vordefiniert hier, den Bauernhof gesetzt. Jetzt setzen wir hier natürlich auch wieder ein LKW-Cargo irgendwie mit dran. Und ich, Depp, hab eine Lebensmittelfabrik gesetzt, auch geil. Es ist halt klassisch Checo, gell? Das war nie anders. Nochmal. So, jetzt richtig und jetzt denn den LKW-Cargo platziert. So, der Zug müsste mal sauber gemacht werden, gell? Naja, wie es immer so ist bei mir. Aber Freunde, entlang der Schnellfahrstrecke haben wir jetzt immer den Bauernhof, den neuen platziert. Und ich finde tatsächlich, das hat sich wieder gelohnt. Auch wenn mein Kameratool viel zu langsam war, hätte ich schneller machen müssen, dass wir den Zug hätten mit besser drauf gehabt. Aber nun gut, also Bauernhof gesetzt mit LKW-Cargo und Felder. Dann schließen wir das Ding hier mal an der Lebensmittelfabrik. LKW-Getreide, die 8. wird das denn. Und der fährt entsprechend von hier rüber nach hier oben. Jetzt müssten wir tatsächlich gucken, ob wir noch irgendwo was frei haben. Wo wird nur abgeladen? Moment, wir checken das gerade mal. Werkzeug. Getreide. Hier wird nur, auf der gelben wird nur abgeladen. Ich denke, da können wir mit rauflenken mit der neuen Linie jetzt hier. So, vollladen. Einer Fracht stellen wir am Bauernhof auch noch ein und wir nennen das ganze Ding natürlich gerade mal auch noch um Würtfeldengel, gell? Ja, denke ich schon. Heißt auch so schon so und hier entsprechend die Station ebenfalls Feldengel Bauernhof. Gut, dann können wir hier LKWs raufhämmern. Ein paar, sodass wir im besten Fall auf eine Rate von entsprechend 200 kommen, denn der Bauernhof produziert 200 Einheiten. Mann, und der liebe SM1, glaube ich, hat direkt nochmal hier sein LKW angepasst und die Ladegeschwindigkeit erhöht. Ich muss unbedingt mal die Mod updaten, dass ich die hier wesentlich besser benutzen, verbauen kann. Und solange greifen wir nochmal hier auf die guten Scania zurück. Nehmen wir die beiden hier. Werfen die mal rauf auf die Linie. LKW Getreide 8, oder? Und check mal ab. Erstmal die LKWs. Die sind ja nun mittlerweile allseits bekannt. Trotzdem nochmal kurz geschaut. So schauen die guten aus. Geil wie eh und je. Wirklich coole Fahrzeuge, coole Mods. So, und dann nochmal kurz die Linie selbst abchecken, weil die fährt hier nämlich auch noch falsch. Die muss nämlich auch Linie verwalten vom Bahnhof auf Rückfahrt. Hier ist irgendwo der Wegpunkt. Hier rüberfahren. Und jetzt passt es. Ich bin gespannt, wann es hier tatsächlich zu einem zu hohen Verkehrsaufkommen kommt und wir hier arge Probleme bekommen. Ein bisschen hält dieses Bottleneck bestimmt noch durch, aber irgendwann wird es halt auch vorbei sein. Gut, wir fahren mit den LKWs in dem Fall durch Feldengel durch, um dann hinten hoch zum Bauernhof zu fahren. Hier sollte eigentlich kein Problem bestehen. Und hier oben gucken wir auch gerade nochmal rein, wie sich die Linie legt.
Okay, die kommt jetzt erstmal darauf. Hier sollten wir auch mal gucken, was hier los ist. Machen wir gleich. Wir hatten gesagt, die fährt auf gelb, gell? Heißt Linien verwalten. Und wir legen den beim Güterumschlag auf die 1. So, jetzt passt es. Und bei der Gelegenheit können wir gerade mal hier gucken. Was ist das? Eine reine Lebensmittellinie. Die fährt, Linie verwalten, rüber nach Rathenow. Alles klar. Und wir haben eine Rate von 145. Das passt schon. Die kommen wahrscheinlich nur leider alle noch auf Stoß an. Und wir haben hier zu wenig LKW-Cargo mal wieder, als dass wir die ein bisschen durchsortieren können. Hm. Schwierige Situation. Kurz mal reingeschaut. Abnehmer ist natürlich auch Rathenow. Mit derzeit nur 90 versendeten Einheiten. Was sicherlich noch steigen wird. Hm. Kurz mal gucken. In Rathenow selbst werden sogar 150 Einheiten benötigt. Also da geht noch mehr. Ich glaube auch, das muss ich alles noch weiter einschwingen. Ich mache die Videos zu hart aufeinander und das Spiel kommt nicht weiter zum Laufen, weil halt kein Spielfluss besteht und damit ja, drückt sich das alles ein Stück aufeinander. Wir lassen ihn mal losfahren. Der will bestimmt nicht hier rein. Ach doch, der fährt hier auch rum. Nee, okay. Der fährt oben weiter. Gucken, was der macht. Der fährt auch oben weiter. Na denn, es ist eng, aber es geht. Und vor allem wichtig, hier kommt wieder frisches Getreide. 26 Einheiten. Und hier der hier hat auch 30 Einheiten drauf. Und wenn die gerade abliefern, damit hier produziert wird, dann werden die LKWs auch voll werden. Gut, also haben wir erstmal den Bauernhof eingerichtet, die Linie eingerichtet. Dann geht es jetzt daran, die Autobahn zu verlängern, damit von hier die Autobahn Richtung Süden bis kurz vor Nittenau, damit wir dann hier anbinden können, um Altenburg zu bedienen. Gut, wird ein Zeitraffer. Und hier hinten irgendwie habe ich hier noch einen anderen Abstand in der Autobahn drin. Guck mal, hier ist ein kleiner, irgendwie ist hier ein kleiner Knicks drin. Also das lösche ich nochmal kurz raus und dann setzen wir es jetzt gleich neu. So, und wir müssen tatsächlich auch nochmal das Spiel pausieren. Sag mal, ein 5er Abstand ist das nicht? Wieso macht der hier so einen komischen Knick? Hatten wir hier noch einen anderen Abstand? Na gut, am Ende wird es keiner mehr später sehen. Wir pausieren mal das Game und reißen hier kurz die Straße ein Stück weg. Beziehungsweise setzen die einfach vertieft neu nach. So, jetzt haben wir die Autobahn mal ein Stück durchgezogen. Ich weiß nicht, ob es im Video für euch wirklich nachvollziehbar ist. Bis Nittenau, ihr seht, es ist schon noch ein Stück. Viel mehr brauchen wir aber gar nicht, weil wir hier schon abgehen werden. Dann reicht es erstmal. Und ja, wir haben hier wieder ein bisschen geschlängelt. Ich habe auch probiert, ein paar gerade Stücken einzubauen. Wir haben hier die Landstraße überquert und kommen dann hier zurück zu unserem Startpunkt vom heutigen Bauabschnitt. Und ich werde das Ganze natürlich wieder jetzt mal ein bisschen durchglätten hier. Gut, dann ziehen wir mal hier die Landstraße aus der Stadt raus und wir werden die natürlich jetzt mal upgraden. Die ist sogar schon, guck mal, ist schon eine neue Straße. Aber die ganze Straße machen wir trotzdem ein bisschen gerader, ein bisschen schöner, dass es einfach besser ausschaut. So, die Autobahnabfahrt mal ganz easy peasy gestaltet. 0815, so wie ihr es jetzt schon gewohnt seid aus den letzten zwei Videos.
Und jetzt setzen wir hinten mal eine LKW-Abladestation in Altenburg hin für Lebensmittel. Hier hingesetzt ist hier zufällig eine Linie, die entlang geht. Nee, ist nichts. Perfekt, wunderbar. Das nennen wir hier noch um. Entladestation Altenburg passt. So, und dann müssten wir nur noch gucken, wo wir jetzt hier mit dem LKW rangehen, bevor wir die Linie kreieren, wo noch Platz ist. Generell mal alles schon belegt. Kann der LKW-Cargo hier hinten noch? Ne, der erreicht leider die Lebensmittelfabrik nicht mehr. Der schon, der schon, der schon. Aber der nicht. Dann müssten wir mal gucken, wie wir hier umkonzipieren. Was fährt denn hier drüber überhaupt? Kraftstoff zweimal. Okay. Vielleicht sollten wir das ändern, denn hier fährt Werkzeug zweimal. Mal kurz überlegen, was wir daraus machen. Ich glaube, da hier drei LKW-Cargo-Linien sind und hier oben nur zwei, könnten wir von hier oben noch eine Werkzeuglinie hier runter mit drauflegen, das hier ein bisschen verdichten. Dann wird hier oben eine frei, damit wir hier die Lebensmittel noch transportieren können, gell? Also ich baue hier gerade mal schnell um. Blau ist erledigt, dann grün. So, jetzt haben wir hier eine frei und eigentlich sollten wir die beiden... macht es einen Unterschied, ob ich hier jedes Cargo explizit eine Linie zuweise oder ist es so schon okay, wenn beide Linien beide Alternativen haben? Ich schnall und rall nicht den Vor- oder Nachteil am Ende des Tages, der dadurch entstehen kann. Gut, denn eine von hier oben gucken, wo vielleicht weniger los ist. Er ist auch rum wie numm. Nimm mal Werkzeug 2 rüber. So, hier müssen wir jetzt mal gucken, was los ist. Wieso fährt die so? Können wir hier hinten, haben wir hier irgendwo einen Wegpunkt mit dran? Sehe ich keinen. Dann lassen wir den direkt hier rumfahren. Wieso sehe ich keine Wegpunkte? Anscheinend, weil noch keine da sind. Den lassen wir hier oben auch rumfahren. Oder lassen wir den hier durchfahren. Weil hier lang fährt noch gar keiner. Vielleicht mache ich das mal hier mit dran. Setz mal hier gerade einen Wegpunkt hin. So, Linie verwalten. Und dann hier auf den Wegpunkt. Oh, LKW-Werkzeug 2. Und kurz gucken, was er jetzt macht. Jetzt fährt er hier lang und hier lang. Und den müssten wir hier jetzt nur noch auf die 1 schieben. So. Denn soll es eigentlich passen, oder? Denke schon. Damit ist hier oben denn jetzt einer frei. Wir lassen das Spiel mal weiterlaufen. Und währenddessen... Genau, die ziehen jetzt ab hier. Die ziehen um. Und währenddessen richten wir jetzt mal eine neue Linie ein. Copy-Paste, LKW Lebensmittel 6 wird das dann jetzt. Zip, zip, zip. So. Rüber nach Altenburg. Und hier ran an der Entladestation wird nur entladen. Nahrung. Und in der am Güterumschlag Mitte wird nur geladen. Eben auch Nahrung. Vollladen einer Fracht, bin mir unsicher. Wir machen es mal an. Und ja, dann checken wir mal die Linie ab, wie die überhaupt läuft. Ich weiß nicht, wie gut oder schlecht ihr das erkennt. Mach mal kurz so. So, ein bisschen besser. Okay, die geht hier lang über den BÜ. Und dann raus aus der Stadt hin zur Autobahn. Raufgefahren und dann rüber. Langer Weg kommt hier wieder runter, um dann hier in die Stadt zu kurbeln. Um hier dann wirklich auch durch die Stadt zu rauschen. Hier müssen wir auch den Wegpunkt nachsetzen, ergänzen. So, und dann haben wir es. Hier ist echt viel Verkehr, Freunde. Mördermäßig viel Verkehr. Okay, hier rein, da raus, knickknack, das passt. Wunderbar, alles klar. Dann gönnen wir uns auch hier ein paar LKWs. Und hier fahren wir mal mit denen hier. Die haben zwar nur Ladegeschwindigkeit 3, aber von der Kapazität sind die bei 60 unterwegs. Geilo, die nimmer. Und dann nehmen wir die Bäckerei Wippler und auch die Bäckerei Kuhn. Haben wir noch was, was so nach Fast Logistics, Fast Food Logistics? Nee, ne? Okay, da kicken wir einfach die so rauf. 6 Fahrzeuge. Ich hoffe, das reicht. LKW Lebensmittel 6. Gucken wir uns natürlich auch an, die Geräte. Boah, und hier geht echt die Post ab. Die Einwohner aus Gabeln werden ganz schön spucken. Aber mal gucken, ob wir später noch eine Umgehungsstraße reinbauen. Oder das Ganze untertunneln oder sonst wie. Also hier die LKWs vom lieben SM1. Auch sehr geile Geräte.
Gut, haben wir das. Und dann lassen wir alles mal ein bisschen einschwingen. Heißt, ich lasse mal einfach die Karte ein bisschen laufen. Während ich jetzt hier noch weiterspiele. Merkt man hier schon was? Schon über 300. Also wir nähern uns der 400er Marke, dem maximal möglichen, auch bedingt der 4 Bauernhöfe, was ja Sinn macht. Gut, einfach mal schnell ein bisschen schön bauen noch hier. Und zwar, ich will kein großes Tamtam machen, nagelt mich wieder nicht fest, es wird alles nichts hundertprozentiges sein, aber ich habe hier noch wunderschöne Mods drin. Guck mal hier, die hier, glaube ich, Autobahnschilder vom, ich komme nicht drauf, wie er heißt. Sehr spannend, ich setze hier mal einfach irgendwo entlang der Autobahn gerade ein bisschen was, die Mühe mache ich mir mal. Aber vorher sollte ich tatsächlich hier noch das Autobahnkreuz, das Autobahndreieck ist nicht vollständig, hier fehlt die Abfahrt, von hier kommt nach rechts raus, das mache ich mal gerade noch. So, Freunde, also die Abfahrt, Auffahrt, den Abgang mal raufgebaut, bisschen hier noch dekoriert. Keine Ahnung, das Autobahnkreuz, Dreieck, verdammte Axt. Kein großer Hit, aber ja, ich bin mir unsicher, ob ich da mal richtig nochmal ran sollte oder ob wir das so lassen. Gut, jetzt aber ein paar Autobahnschilder hier noch einfach mit hingestellt, überall mal so verteilt. So, mal hier das erste Schild hingestellt. Auf der A1 bleiben, geradeaus geht's nach Gabeln. Habe ich Quatsch gemacht, da geht's nach Jeven, verdammte Axt. Und rechts auf die A2 nach Rathenow. Ganz geile Mod eigentlich. Es ist, ich will nicht sagen umständlich, aber Gefrickel. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Sehr geil. Mal gucken, wie viel ich für das Schild habe ich gerade ewig gebraucht. Ob ich noch ein bisschen schneller hier werde. Guck mal, wer läuft hier rüber. Das wird der Lukas Lied. So, nach Gabeln geht's hier, genau. Muss ich auch wieder einen Pfosten hinstellen. Bisschen umständlich. Boah, das nächste Schild hier gesetzt. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Also, geile Sache. Es dauert nur ewig. Die Zeit habe ich gerade nicht. Verdammt nochmal. Vielleicht mache ich ja irgendwann später noch was. Wir machen erstmal weiter. Also ihr glaubt gar nicht, ihr habt das jetzt zusammengeschnippelt, wahrscheinlich in 30 Sekunden. Man sitzt eine Weile dran. Ich mache mal jetzt noch ein bisschen weiter an der Raststätte hier. Dafür pausiere ich auch das Game und dann baue ich mal noch ein bisschen hier. So halbwegs das Ding jetzt erstmal fertig. Gut, Freunde, jetzt habe ich hier noch lange rumgemacht. So soll der Rasthof, die Raststätte, dann erstmal bleiben. Tatsächlich mein erstes Mal, dass ich eine Raststätte gebaut habe.
Mein erster Schuss, mein erster Versuch. Ich denke, da gibt es noch viel Verbesserungspotenzial. Aber für schnell mal husch husch hingebaut, bin ich ganz zufrieden. Lassen wir so. Der Verkehr müsste noch zunehmen, da müssen wir noch gucken, ob wir da was machen. Wenn denn noch die Zeit ist, die Gelegenheit sich noch ergibt, schauen wir mal. Hier nochmal der Blick von der anderen Seite. Ist besser belichtet, gell? Sieht man ein bisschen mehr. Naja. Bin auf euer Feedback gespannt. Und bin darauf gespannt, ob ich das tatsächlich so lasse oder einfach nochmal irgendwie was machen werde. Okidoki. Gut, Freunde, das soll es dann aber tatsächlich auch für heute mehr oder weniger gewesen sein. Wir sind ready. Hab mal wieder eine ganze Menge gemacht. Übrigens, wir könnten noch überlegen, ob wir tatsächlich hier das Atomkraftwerk noch irgendwie anbinden. So à la Castor-mäßig. Keine Ahnung, was man da für eine Story sich einfallen lassen kann. Ob mit LKW oder Bahn, I don't know, ich weiß es noch nicht. Müssen wir mal sehen. So, und wir müssen dann zeitnah unbedingt auch wieder mal zurück auf die Eisenbahn kommen und gucken, wie es sich hier verhält mit dem Fahrgastaufkommen, mit den Gütern entlang der Güterbahnhöfe und. Für den Moment lassen wir es aber einfach mal so sein. Hier nochmal kurz geschaut. Ja, Lebensmittel ist noch nicht viel am Start. Rate 119. Muss die so hoch sein? Nochmal schnell gucken. Altenburg, Rate 119. Was brauchen wir hier? Die haben schon mehr, gell? Die haben sogar 217. Na gut. Okay. Also da ist schon eine Menge Dampf drauf. Mal gucken. Das Ding steigt auch weiter Richtung 400. Und dann haben wir es bald am Anschlag. Ähnlich wie eben unsere Werkzeugfabrik. Gut. So, Freunde. Das soll es denn endgültig gewesen sein für heute. Mir hat Spaß gemacht. Hoffe euch auch. Vielen lieben Dank fürs Reinschalten. Wenn noch nicht geschehen, lasst unbedingt und sehr gerne ein Abo da. Ebenfalls freue ich mich natürlich auch über eure Likes und Kommentare. Ich hoffe, ihr seid gesund. Dann bleibt es mir gesund. Und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. Baba, der Checo. Servus. You are, 'cause you're in my head.